Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Das ist die Huf. Hallo. Seid ihr überhaupt noch da? Ich habe, glaube ich, nämlich etwas die Zeit vergessen. Und ein herzliches Willkommen hier wieder zurück auf meinem Kanal. Es ist schon Ewigkeiten her. Ich möchte euch mit diesem Video wieder einen kleinen Rückblick auf 2022 bieten. Auch wenn das jetzt schon ein bisschen weit hergeholt ist, möchte ich darüber erzählen, was letztes Jahr passiert ist. Denn letztes Jahr, also 2022, war wirklich ein erstaunliches Jahr für mich. Es war wirklich extremst erfahrungsreich. Es ist ziemlich viel passiert, sagen wir es mal so. Unter anderem, ich habe mein erstes eigenes Auto bekommen, beziehungsweise ich habe mein erstes eigenes Auto gekauft, was mich bis heute ziemlich zuverlässig begleitet und mich überall hinfährt. Ihr habt das wahrscheinlich schon hier und da mal in einigen Videos gesehen. Ich finde es eigentlich ein ganz schönes und gemütliches Auto. Ich kann mich nicht beklagen und für das erste reicht es auf jeden Fall voll aus. Jobmäßig hat sich im Jahre 2022 auch ziemlich viel geändert. Am Anfang des Volos ist nämlich direkt was Schreckliches in dieser Welt passiert. Und zwar hat am 24. Februar Putin die Ukraine angegriffen. Ich bin morgens aufgewacht, war ziemlich von der Push-Nachricht geschockt. Ich bin zur Arbeit gefahren und alle waren wirklich sichtlich geschockt. Und wir wussten noch nicht so ganz, wie wir mit dieser Situation umgehen sollen, weil es war eigentlich Karneval. Jeder sollte eigentlich feiern und sowas. Und es war natürlich auch eine journalistische, ethische Frage, wie wir quasi jetzt in dieser Zeit damit umgehen. Das ganze Thema hat mich natürlich auch sichtlich mitgenommen. Es war auch ziemlich schwer, halt quasi in diese Zeit gerade in den Job reinzukommen, weil journalistisch wird man halt dazu berufen, halt quasi dann ständig davon zu berichten. Und so ein Thema ist natürlich immer sehr aufreißerisch und natürlich auch immer, du bist halt quasi immer am Ball. Ich habe auch sogar mit meinem Kleingewerbe weitergemacht, was ziemlich viel Spaß gemacht hat. Und eines Tages, am 25. März, wollte ich gerade zu einem Kunden fahren und auf einmal kommt mein Papa an mit dem Auto, sagt kurz halt, halt, halt und sagt mir, yo, Taylor Hawkins ist gestorben, der Drummer von Foo Fighters. Ich gucke meinen Papa nur straight an und sag, das ist doch nur ein Witz, erzähl doch nicht so einen Scheiß. Und er hat wirklich die Wahrheit gesagt. Ich habe auch direkt nachgegoogelt. Ich konnte es irgendwie nicht glauben. Und er ist wirklich gestorben. Und ich bin aber wirklich ziemlich sichtlich geschockt zum Auftrag quasi gefahren und hatte wirklich den ganzen Tag halt damit zu kämpfen, auch eine ganze Woche lang und oder mehrere Tage lang. Und wer mich kennt hier, Foo Fighters, ist absolut meine Lieblingsband und dementsprechend war ich halt auch ziemlich traurig.
Foo Fighters haben sich aber relativ schnell gemeldet und zwar wollten die dann ein Tributkonzert für Taylor Hawkins organisieren und ich habe ziemlich schnell geschaltet und wollte eigentlich Tickets für in London quasi dann holen. Es war aber so ein krasser Ansturm, dass ich es leider nicht mehr geschafft habe. Es war wirklich ziemlich knapp. Ich hatte auch Tickets in der Warteschlange, musste mich nur noch anmelden und das Anmelden hat es mir leider etwas versaut, da dann die Tickets wieder weg waren. Und dementsprechend konnte ich es nicht machen, dorthin zu fahren und das halt live zu erleben und habe mir dann gedacht, okay, ich mache es einfach mal mit meinen liebsten, engsten Freunden zusammen, lade die zusammen nach Hause ein, was zu essen, was zu trinken, so dass wir das gemeinsame Konzert halt komplett anhören und angucken können und dass wir dann gemeinsam trauern können. Auch im Thema Motorrad ist letztes Jahr was passiert und zwar habe ich letztes Jahr meinen A-Offenführerschein gemacht. Ja, ist meine Maschine jetzt offen, es macht richtig viel Spaß damit. Konnte auch direkt ein paar Probefahrten mit anderen Maschinen machen, die ich mir eventuell holen will irgendwann. Ich hatte richtig viel Spaß, auch direkt mal halt auf mehr PS zu gehen. Man muss aber definitiv sagen, dass man richtig viel Respekt davor haben muss. Ich glaube tatsächlich, dass dann auch direkt schon die Animagic kommt. Das war ein ziemlich spontanes Thema, was Malte und ich da überlegt hatten. Und dort waren wirklich, wirklich sehr bekannte Leute. Leona, Aska, Ama waren da. Es waren halt Leute da, die halt Konzerte gegeben haben, auch ein ganzes Anime-Konzert. Es hatte richtig Spaß gemacht, auch mit den Cosplays, die Malte und ich dann gemacht haben, eigentlich durch diese Strafe, die wir halt machen wollten. Es hat auch wirklich, wirklich Fun gemacht und es war eigentlich keine Strafe für uns. Und ja, selbst halt von Violet Evergarden halt die Regie quasi da zu haben und den Zeichner und auch die Sängerin, diese Kornsprecherin und sowas. Und ich muss halt wirklich sagen, dieses Event war tatsächlich einer meiner Lieblingsevents. Und passend zum Thema Cosplay haben wir da auch ein Cosplay-Shooting gemacht. Es war ziemlich interessant. Es war was Neues für mich und ich konnte mich da auch ein bisschen ausprobieren. Und ich muss wirklich ungelogen sagen, dass das einer der besten Shootings war, die ich bisher gemacht habe. Unter dem Vorwand, dass die Cosplays auch ziemlich gut waren und dass die Mädels auch richtig gut mitgemacht haben. Wir waren auch später dann noch in einem Lost Place und haben da noch ein bisschen kreative Arbeit geleistet. Ja, hat Spaß gemacht. Ja, und dann habe ich mit Max zusammen ein lang ersehntes Konzert angeschaut in Köln. Und zwar sind wir mega Fans von Rufus the Soul und wir hatten quasi so ein bisschen Sehnsucht danach, mal irgendwann mal die live zu sehen in Köln, also diesem Kölner Feeling zu sein, weil wir halt auch immer die Musik halt gehört haben, auch in der Schule und diesen Musikstil einfach leben quasi. Und Max hat mich dann spontan mal angeschrieben, so, yo, die geben Konzert und sowas auch in Köln und so, wir müssen unbedingt hin. Ja, das Erlebnis war wirklich ziemlich cool, das in Köln mit Max zusammen zu erleben. Hat wirklich Spaß gemacht, die Musik ist wirklich unglaublich gut gewesen. Die waren live absolut Hammer und die Bühnenshow war richtig gut. Die ganzen Leute, die da waren, die waren richtig in Stimmung und generell der Abend war wirklich einer der schönsten Abenden auch in Köln. Ja, und dann eigentlich zwei Sachen gleichzeitig. Und zwar habe ich natürlich jetzt überlegt, und was mache ich jetzt beruflich noch? Ne, gehe ich in die Selbstständigkeit oder was mache ich jetzt? Und habe mich da zu entschieden, mal ein paar Bewerbungen wieder zu machen. Und eine Bewerbung war dann auch bei RTL. Und ich habe da natürlich auch wieder angefragt für ein Volo. Das Ganze hat auch tatsächlich geklappt. Ich hatte meinen Probearbeitstag und ne, Probearbeiten. Hatte dann nach einer Woche später dann auch meinen Vertrag quasi da liegen. Und bin tatsächlich jetzt schon seit einem halben Jahr bei RTL, was eine richtig geile Erfahrung ist, mal im Fernsehen zu arbeiten, war generell schon ein riesiger Traum für mich. Das ganze Thema da, also das Equipment, die Räumlichkeiten, es ist wirklich wie in einem Film tatsächlich. Am Anfang war es wirklich ziemlich krass, weil ich da sehr erstaunt von war und von der Technik. Und ich muss natürlich hier auch nochmal darstellen, dass RTL hier ziemlich seriös umgeht mit den Nachrichten und Nachrichtenberichterstattung und sowas. Und dementsprechend bin ich sehr stolz halt darauf, dort zu sein und bin auch mal gespannt, wie meine Zukunft dort weitergeht. Zugleich habe ich mir dann natürlich auch ein neues Gerät angeschafft und zwar das neue MacBook Pro, was ich mir dann geholt habe. Das hat eine richtig krasse Leistung und ihr seht es auch im Hintergrund hier irgendwo was leuchten und zwar, das habe ich mir nämlich dieses Jahr geholt, einen neuen Gaming-Rechner. Kann ich aber auch nochmal was von erzählen. Ich habe da auch noch eine kleine Videoidee, die ich dazu machen will. Aber dazu später. Urlaub kam natürlich dann aber auch nicht zu kurz. Und zwar sind wir zusammen als Familie, also Mama, Papa, mein Bruder und ich, zusammen nach London gefahren oder geflogen eher gesagt. Und es war eine ziemlich
krasse Zeit. Also wir sind, glaube ich, 4 Tage da gewesen. Meine Eltern waren noch nicht in London, also noch gar nicht. Mein Bruder und ich schon. Und ja, das zum zweiten Mal zu erleben nach so einer langen Zeit war schon mal eine richtig coole Idee. Das schönste Wetter überhaupt gehabt, was man in London haben kann. Also strahlender Sonnenschein. Es war natürlich ein bisschen zu heiß, aber es war richtig gut. Und zum Thema Royals gab es dann auch etwas sehr Krasses, eine sehr krasse Nachricht. Und zwar ist am 8. September, unmittelbar nach unserer London-Reise, die Queen gestorben. Ja, es ist eine sehr krasse Nachricht gewesen in dieser Welt, weil die Queen ging es halt vorher auch nicht so krass blendend und man hatte schon sehr krasse Sorgen, bis sie dann natürlich dann auch verstorben ist. Das macht natürlich die London-Reise nochmal beeindruckender, weil wir auch in London krasse Sachen im Jubiläum quasi der Queen sehen und erleben durften, halt Sachen, die man halt eigentlich normalerweise nicht erreichen kann, und ich glaube, dass das halt gerade auch für meine Eltern dementsprechend nochmal ein sehr krasses Erlebnis war, halt das in Verbindung quasi mit der Queen zu setzen, und dass die sich definitiv, natürlich mein Bruder und ich, auch immer weiter daran erinnern werden. Dann gibt es noch das Thema Freunde. Ich bin sehr, sehr froh darüber, dass wir so eine enge Freundschaft haben und dass es halt alles mega gut funktioniert, und ich bin einfach froh, euch alle insgesamt zu haben. Ich bin einfach gespannt, wie unsere Zukunft aussieht, wie jeder einzelne Weg von euch, von uns gemeinsam quasi aussehen wird in der Zukunft, und ich glaube, dass das jetzt gerade so ein bisschen die spannendste Frage halt bleibt. Mit einer Person bin ich natürlich besonders glücklich, und zwar das ist mit meinem Schatzi. Ich bin jetzt mit ihr ganze 4 Jahre, im März quasi jetzt in diesem Jahre, 4 Jahre zusammen, und es waren wirklich die glücklichsten und schönsten 4 Jahre mit ihr, und ich bin mal gespannt, weil wir wollen jetzt auch nächstes Jahr hoffentlich, wenn es alles klappt, zusammenziehen, unseren nächsten Weg und unseren nächsten Schritt halt quasi gehen. Ich freue mich da schon mega drauf. Ich liebe dich ganz doll, mein Schatzi. Ja, und dann gibt es noch zum Schluss ein paar Kleinigkeiten, und zwar werde ich noch auf Zelda Tears of Kingdom, da gibt es jetzt momentan richtig krass viele Neuigkeiten, Gameplays und sonstiges kommt am 12. Mai raus. Ich bin da mega hyped drauf, letztes Jahr war es auch schon sehr krass mit ein paar Trailern und sowas. Ja, wer mich kennt, Zelda, mein Lieblingsgame, ich bin da wirklich sehr gespannt drauf. Ihr müsst wissen, ich bin so verrückt danach, ich habe einfach 4 Tage Urlaub genommen. Ich werde auch am 12. Mai am Mediamarkt hängen, direkt das Spiel holen, was ich mir vorbestellt habe quasi, und dann direkt nach Hause rushen und es zocken. Also ich bin mega gespannt, ich werde mich von der Außenwelt ein bisschen abschotten. Und dann gibt es nur noch ein kleines Thema, und zwar ist es neues Equipment. Ich kann gleich mal ein Bild davon machen, ihr seht es ja gerade nicht, ein Cage geholt mit Zusammenhang eines Skripts und sowas, damit ich halt etwas besser handheld mit der Kamera arbeiten kann. Und was ich richtig feier, ist der neue Gimbal, den ich mir jetzt geholt habe. Und zwar ist es das DJI Ronin RS3 in der Pro-Combo mit dem Fokusmotor und dem Transmitter, wo ich gerade auffilme. Das ist richtig, richtig hilfreich, und ich bin mega gespannt, was ich damit jetzt auch noch alles umsetzen werde. Es gibt ein paar Projekte, mit denen ich jetzt quasi schon angefangen habe, und es gibt auch noch ein paar Projekte in der Zukunft. Es ist definitiv ein hilfreiches Tool, wo ich richtig stolz drauf bin. Und wo ich natürlich auch stolz drauf sein kann, ist mein Bruder und meine Eltern. Ich bin wirklich sehr froh, euch zu haben und ja, jedes Jahr quasi mit euch aufs Neue zu erleben. Es ist wirklich ziemlich schön, euch zu haben, und habe euch definitiv lieb. Ich will aber nicht mehr so viel reden, und zwar, ja, war es das auf jeden Fall schon mal für das Video. Ich hoffe, ich habe nicht allzu viel geredet und ich habe ein paar schöne Bilder unterlegen können. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne eine positive Bewertung dalassen, abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Zum nächsten Jahr kann ich jetzt auch nicht mehr sagen. Es ist ja schon 1/4 des Jahres um, voll krass. Es werden aber richtig coole Projekte da kommen, und seid gespannt auf jeden Fall. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Boah, ey. Ich hoffe, der hat jetzt alles richtig aufgenommen. Boah, hab so lange geredet gerade. Ich muss wirklich sagen, 2022 war schon sehr krass. Also ich glaube nicht, dass man das noch irgendwie toppen kann. Also ich bin wirklich mal gespannt, wie es dieses Jahr ist. Also wirklich. Es sind schon viele Sachen geplant. Und ich bin auch mal gespannt, wie ich das alles so ein bisschen umsetzen kann. Auch jetzt so für YouTube und so. Aber ich bin mal wirklich mal gespannt. Ja.